Willkommen im zweiten Teil unseres Gelbgurt-Blogs des Android-Kurses. Wir haben ja den ersten jetzt erfolgreich abgeschlossen und haben kennengelernt, welche Entwicklungsumgebung oder wie die Entwicklungsumgebung funktioniert, wie wir ein einfaches Projekt aufsetzen. Wir haben uns die File-Struktur mal angeguckt, so die wesentlichen Komponenten unserer Projekte. Und nun wollen wir das mal mit sinnvollen Inhalten füllen. Also sinnvoll jetzt im Sinne von grafisch ansprechend. Und dazu gucken wir uns jetzt die Layouts und jetzt in diesem Video im Speziellen die Views an, also die einzelnen grafischen Elemente, die wir auf unserem Android-Device dann finden wollen. Bevor wir loslegen, ein paar allgemeine Informationen. Die Kursinformationen, die alle zu diesem Gelbgurt-Programm gehören, finden wir unter codeconcert.de. Die Voraussetzungen, damit man dieses Video auch wirklich sinnvoll verstehen kann, sind, dass man sich das vorausgehende Video, den 1.1 Setup-Kurs mal angeguckt hat, weil ich doch an der einen oder anderen Stelle auf Informationen aus diesem Kapitel referenzieren werde. Das Arbeitsdokument, das zu diesem Kurs passt, zu diesem Video passt, ist das Android Course 1.2, das Layout-Thema. Hier bis zum Kapitel 4.2.5. Die folgenden Kapitel werden durch die anderen Videos dann abgedeckt. Also ich empfehle auf jeden Fall, dieses Dokument auch sich runterzuladen, sich idealerweise auszudrucken, vielleicht ein paar Notizen zu machen. Es ist auch so, dass ich in diesem Dokument noch ein paar zusätzliche Infos drin habe, die jetzt aus meiner Sicht in diesem Video nichts verloren haben, aber der Vollständigkeit halber enthalten sein sollten. Und wie immer alle weiteren Informationen in meiner Homepage codeconcert.de, wie Ressourcen, die Grafikressourcen, um die Beispiele selber nachprogrammieren zu können, und alle weiteren Links finden wir hier. Womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist zum einen erstmal ein grundsätzliches Verständnis für dieses Layout-Problem, so nenne ich es jetzt mal, für mobile Geräte zu erlangen. Dann wollen wir uns das Android-Konzept für alternative Layouts mal ansehen. Dann die relativ häufig genutzten Layout-Konzepte, beispielsweise Margin, Padding. Dann relative Höhen- und Breitenangaben. Dann das Gravity-Attribut. Danach schauen wir uns einzelne View-Elemente an. Wir beginnen mit Text-View. Danach der Edit-Text. Also zum Eingabe von Texten, dann Image View und ganz am Schluss noch den Button und das Subthema dazu noch den Selector. Als allererstes gehen wir mal der Frage nach, warum ich von einem Layout-Problem gesprochen habe. Was ist bei Android-Devices anders als bei, ich sag mal, der klassischen Programmierung für den PC? Als allererstes fällt uns ein, na gut, das Gerät ist anders, es hat andere Abmessungen, ist kleiner, aber sehr viel wichtiger ist, dass bei den Handheld-Devices die Apps im Regelfall den ganzen Bildschirm ausfüllen. Das heißt, bei einem normalen Programm für einen PC wähle ich selber, ob ich jetzt den gesamten Bildschirm ausfüllen möchte oder eben nur einen Teil. Und wenn ich einen sehr, sehr großen Bildschirm habe, mache ich es eher selten, den ganzen Bildschirm ausfüllen zu lassen, sondern dann wähle ich meine Applikationsgröße so, dass ich sinnvoll damit arbeiten kann. Bei Apps ist es ein bisschen anders. Hier habe ich einfach die Situation, dass ich eben den gesamten Bildschirm ausnutze, aber bei einem Gerät, dessen Größe nicht definiert ist. Also ich weiß ja vorher nicht, auf welchem Gerät meine App dann irgendwann mal laufen wird. Also muss ich da irgendwie Vorkehrungen treffen. Hinzu kommt, dass ich die Geräte neben der Tatsache, dass ich sie in verschiedenen Größen finden werde, auch in verschiedenen Ausrichtungen nutzen werde. Das heißt hochkant oder quer. Auch darauf muss ich in irgendeiner Form Rücksicht nehmen. Dann muss ich sicher sein, dass die Grafiken auch sinnvoll angezeigt werden. Egal wie groß das Gerät ist, wie klein es ist, welche Pixelanzahl ich habe, welche Pixeldichte, also Dots per Inch etc. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich als Programmierer erstmal nicht wissen kann,
wie das Gerät, auf dem die App läuft, aussehen wird. Das heißt, ich muss für verschiedene Größen, für verschiedene Ausrichtungen, für verschiedene Pixeldichten im Zweifelsfall meine Informationen vorhalten, meine Layouts, meine Bilder im Zweifelsfall. Also wir kennen alle die Qualitätsverluste, wenn ich jetzt irgendwelche HTML-Seiten beispielsweise Grafiken skalieren lasse. Und das möchte ich bei Android eigentlich vermeiden, dass ich wirklich maximale Qualität für die einzelnen Bildschirmgrößen, Pixeldichten vorsehen kann. Weiterhin kommt dazu, dass bei normalen Computern die Eingabe üblicherweise über die Tastatur erfolgt. Das heißt, die Taste A beispielsweise hat immer die ergonomisch sinnvolle Größe, wie sie eben vom Tastaturhersteller vorgesehen ist. Bei den Handheld-Devices ist es im Regelfall ja so, dass die interaktiven Elemente auf dem Bildschirm sind. Das heißt, das sind nichts anderes wie Grafiken, die berührungssensitiv reagieren. Das heißt, mein Button ist nichts anderes wie eine Grafik, auf die ich dann draufklicke oder mit meinem Finger drauf tippe. Wenn ich jetzt ein Gerät habe mit einer sehr hohen Pixeldichte, dann wird mir ein Button mit 50 auf 50 Pixel sehr, sehr klein dargestellt werden. Es kann dann sogar sein, dass es so klein ist, dass ich gar nicht mehr sinnvoll mit meinem Finger drauf tippen kann. Ergo muss ich für hohe Pixeldichten größere Buttons vorsehen. Bei niedrigen Pixeldichten muss ich kleinere oder Buttons mit weniger Pixel darstellen, weil sie sonst wieder unnötig groß werden. Das muss ich berücksichtigen. Weiterhin kommt die Situation jetzt gerade bei den Tablets, dass ich vielleicht das komplette Aussehen meines Programms anders darstellen möchte. Wenn ich beispielsweise auf einem Handheld eine eigene Seite für ein Menü habe und das Anklicken eines Menüeintrags dann eine Aktionsseite dann darstellt, möchte ich es bei einem Tablet vielleicht so haben, dass die Menüseite immer sichtbar ist und dann sozusagen die rechte Dreiviertel oder die rechten zwei Drittel meines Bildschirms dann für diese Aktionsseite reserviert ist. Das heißt, meine Applikation soll für einen Tablet-Rechner komplett anders funktionieren wie für ein Handheld-Gerät. Das sind Sachen, die ich berücksichtigen muss und irgendwie beim Programmiervorgang bereits vorsehen muss. Nun, was Android da an der Stelle mir anbietet, sind verschiedene Ordner, verschiedene Einstellungen, wo ich eben Layouts vorgebe. Ein Beispiel wären zum Beispiel die vier Kategorien, die ich bereits im ersten Teil unseres Kurses angesprochen habe. Das heißt, die vier verschiedenen Grafikkategorien, wie ich meine Drawables, also die PNG-Dateien zum Beispiel, hinterlegen kann. Das heißt, ich kann hier schon mal sehen, dass ich meine Grafiken redundant für verschiedene Größen, Pixeldichten etc. angeben kann. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie Android das Ganze löst. Wir werden uns im Nachgang noch ein paar andere Möglichkeiten ansehen, ein paar andere Dimensionen, nach denen ich meine Informationen hinterlegen kann oder gruppieren kann. Im Handout, das ich vorhin angesprochen habe, ist es noch etwas detaillierter beschrieben und da dann auch entsprechend nochmal ein Hinweis auf einen Online-Link, wo es dann nochmal etwas mehr in die Tiefe geht. So, jetzt fragen wir uns einfach, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, um dieser Flexibilität entgegenzukommen? Das Konzept ist eigentlich immer gleich. Also ich gebe im Prinzip meine Layout-Informationen an und die sind im Regelfall für das Medium, Layout dargestellt, das heißt für eine Referenzgröße. Dann kann ich beispielsweise für Landscape, also Querformat, einen neuen Ordner anlegen. Den ergänze ich jetzt mit der Extension minus land. Also ich gebe hier sozusagen mein Layout für spezielle Landscape-Screen-Einstellungen an und dort gebe ich jetzt auch entsprechend meine Layouts genau wie für das normale Layout an. Dann für
Kleinere oder größere Layouts kann ich jetzt noch zusätzliche Ordner anhängen, zum Beispiel für ein Large Display. Und wenn ich jetzt Large und Landscape noch haben möchte, dann gebe ich halt Layout Large Land an und gebe dort auch entsprechend meine Layouts an. Das heißt, ich gebe eigentlich meine Informationen redundant an. Nur ist es nicht wirklich eine Redundanz, weil ich möchte ja tatsächlich für verschiedene Situationen auch verschiedenes Layout-Verhalten haben. Wenn ich für irgendeine Situation gleiches Layout-Verhalten haben möchte, dann langt es, wenn ich im Prinzip meine ursprüngliche Layout-Angabe beibehalte. Das heißt, ich gehe vom Allgemeinen zum Spezifischen und Android sucht sich von Spezifischen ausgehend in Richtung Allgemein die entsprechenden Informationen. Das heißt, wenn es eine spezifische Information gibt, nimmt Android das. Wenn es keine gibt, dann wird die Allgemeine verwendet. Wenn man da etwas mehr dazu erfahren möchte, dann kann man noch in der Development-Seite von Android das nochmal etwas genauer durchsehen. Wie sieht der Algorithmus aus, den Android verwendet, um entsprechend diese Layouts dann zu finden? Für uns soll das jetzt an der Stelle mal reichen, zu wissen, dass man von spezifisch oder das Android von spezifischer Information in Richtung allgemeiner sucht, bis es ein Best Match findet. Wir haben jetzt einiges über Layout-Optionen gehört. Und jetzt möchte ich mal sehr, sehr high-level die Frage beantworten, wie kriege ich überhaupt die Layout-Definition in mein Android-Projekt hinein? Android bietet mir da eine sehr, sehr mächtige Möglichkeit und das ist die Layout-Definition via XML-Files. Die werden in den Layout-Foldern ja gespeichert und in diesen XML-Files kann ich so ziemlich alle Elemente, die oder alle Konfigurationsmöglichkeiten, die mir meine einzelnen Layout-relevanten Elemente bieten, konfigurieren. Und zwar primär fokussiert auf statische Eigenschaften. Wir werden noch das ein oder andere dynamische Verhalten konfigurieren können, aber jetzt gehen wir erstmal hauptsächlich auf das Thema statische Eigenschaften ein. Und da kann ich alles im Layout-File definieren. Das Ganze wird dann im Rahmen des Entwicklungsprozesses dann auch noch in ein Java-File dann konvertiert, das dann später in das eigentliche, in die eigentliche Android-Software dann eingeht, sprich in die einzelne App. Und ich rate jedem, der mit Android arbeitet, sich das ganze Layout-Thema wirklich im Rahmen von XML anzusehen. Es gibt noch Möglichkeiten, das Ganze mit Java zu realisieren, und zwar voll dynamisch. Nur das ist eine Heidenarbeit und es macht unterm Strich wirklich keinen Sinn, alles dynamisch zu machen. Wenn ich schon soweit komme, dass ich sage, okay, ich muss dynamische Inhalte generieren, dann ist es auch so oder ist es so bei Android, dass ich auch dann nicht voll auf eine Java-seitige Layout-Definition zurückgreifen muss, sondern auch hier bietet mir Android die Möglichkeit, dynamische Elemente als XML zu definieren, die ich dann mit Hilfe von Java-Code dann auch instanziere und in mein Layout dann hineinpacke. Diese, ich nenne es mal Layout-Fragmente, sind beispielsweise eine Tabellenzeile. Das heißt, ich möchte irgendwas tabellarisch darstellen. Ich weiß nicht, wie viele Zeilen ich habe. Ich weiß sehr wohl, wie viele Spalten ich habe. Das heißt, ich erzeuge mir ein XML-File für ein View-Element im Rahmen eines Layouts, das mir die Zeilenstruktur darstellt und je nachdem, wie viele Elemente habe, instanziere ich es entsprechend so oft, wie ich es denn brauche und packe es auf meinen Bildschirm drauf. Diese Fähigkeit, aus einer XML-Layout-Definition dann tatsächlich ein real existierendes grafisches Element zu bauen, ist der sogenannte Layout-Inflator und den werden wir uns im vierten Video dann noch etwas genauer anschauen. Grundsätzlich alles, was ich layouttechnisch an Konfigurationsmöglichkeiten habe, ist auf das Thema XML ausgelegt. Und dementsprechend kann ich es auch im Rahmen von den XML-Files anpassen. Wie ich eingangs gesagt habe, dynamische
Funktionalitäten sind erstmal keine layout-relevanten Informationen, sondern ich sag mal Informationen, die im Rahmen des Programmflusses erst auftauchen. Und das ist was, was ich natürlich in einem statischen XML-File nicht unterbringe, aber die tatsächliche Eigenschaft, die Größe eines Bildes beispielsweise, die Position eines Bildes, die Ausrichtung etc. Man wird später sogar oder wir werden uns später wahrscheinlich Grüngurt und Sachen angucken, wie ich auch Bilder rotieren lassen kann etc. Das alles kann ich im XML realisieren und wie gesagt im Zweifelsfall auch über Java ansprechen, aber es bleibt dabei, in erster Linie versuchen wir das über XML zu realisieren. Dann noch ein Wort zum Thema Konfigurationsattribute. Die ganze Struktur meiner Layouts ist eigentlich eine Java-Klassenstruktur. Und diese Java-Klassenstruktur wird dann über XML-Files konfigurierbar gemacht. Das heißt, streng genommen ist es sogar so, dass mir meine Android-Entwicklungsumgebung aus dem XML-File Java-Klassen erzeugt. Und diese Java-Klassen sind entsprechend des Verehrungsbaums hierarchisch aufgebaut. Und insofern neigt man so dazu, dass man sagt, okay, wenn ich in einem Layout ein gewisses Attribut nutzen kann, dann werde ich das auch in einem anderen Layout nutzen können. Und das ist manchmal ein Trugschluss und es wird den einen oder anderen von euch noch in die Verzweiflung treiben, wenn man sagt, ich kenne dieses Attribut, das hat genau dieses Verhalten, also werde ich jetzt in einem neuen Layout Design, also beispielsweise, ich habe mein Attribut im Linear-Layout kennengelernt und versuche es dann auf Biegen und Brechen im Table-Layout einzusetzen und es geht einfach ums Verrecken nicht, weil das Table-Layout dieses Attribut nicht kennt. Und deswegen werden wir im dritten Video zum Gelbgurt uns die wichtigsten Attribute mal anschauen, die wirklich sinnvoll für die einzelnen Layouts einsetzbar sind. Und alles andere werde ich wirklich nur dann einsetzen können, wenn ich mir sicher bin, es funktioniert bei dieser ganzen Geschichte. Also da gleich schon mal von mir die Warnung, es wird an der einen oder anderen Stelle zwicken, aber unterm Strich bleibt es wie bei allen Programmiersprachen, ich muss da ein bisschen ja, Schweißperlen, ein bisschen Platz für den Tiers lassen, damit ich wirklich die Erfahrung dann auch mitbringen kann oder Erfahrung sammeln kann, die ich dann als ja, professioneller Entwickler dann auch brauche. So, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Elementen, zu den einzelnen Attributen und die versuchen wir jetzt etwas näher kennenzulernen. Wir fangen mal mit Margin an. Die Webentwickler werden das schon kennen. Margin definiert den Abstand zu einem eventuellen Nachbarelement. Und das heißt, wenn ich jetzt Margin auf 0 setze, dann werden die Kindelemente, egal wie viel ich habe, sich berühren. Und zwar sich gegenseitig, aber auch den Rand des Elternelements. Sobald ich jetzt anfange, bei einem Kindelement, jetzt hier Kind 1 in dem Beispiel, eine Margin festzulegen, dann wird plötzlich der Abstand zu den berührenden, außen berührenden Elementen, also Eltern und anderes Kindelement, um genau diesen Wert 5 dB, wir nennen uns Device Independent Pixel, verbreitert. Achten muss man darauf, wenn ich jetzt zwei Kindelemente mit gleichen Margin-Einstellungen habe und jetzt hier in dem Beispiel als 5 dB setze, dann erhöht sich der Abstand zwischen diesen beiden Kindelementen auf 10 dB. Das kann manchmal zu etwas unschöneren Situationen führen, hier einfach dran zu denken, dass sich hier die beiden Margin-Werte dann sich addieren. Grundsätzlich kann ich meine Margin-Werte allgemein angeben, also oben, unten, links, rechts gleichzeitig, oder ich kann für Top, Bottom, Left, Right, also oben, unten, links und rechts individuelle Margin-Werte angeben. Und somit kann ich dann relativ genau bestimmen, wie sich meine einzelnen Elemente dann tatsächlich platzieren. Padding wird gerne mal mit Margin verwechselt. Padding definiert den Abstand der Kindelemente zum Rand, also zum Elternelement.
Wir gucken uns das hier mal an. Also das Elternelement hat jetzt einen Padding-Wert von 0 dB, also werden die Kindelemente direkt am Rand liegen. Wenn ich das jetzt erhöhe auf 5 dB, rutschen die Kindelemente etwas nach innen, aber der Abstand zwischen den Kindelementen, der bleibt identisch. Wie bei Margins kann ich bei Paddings auch die einzelnen Richtungen, also Padding oben, unten, links, rechts, getrennt angeben oder als Gesamtwert, wo ich dann entsprechend keine Richtungsangabe mache. Dann gilt das Padding an allen Seiten. Der nächste und fast wichtigste Punkt bei den Layout-Angaben sind die Höhen- und Breitenangaben. Ja, das ein Beispiel hier, ich habe jetzt hier mal ein Layout-Width Beispiel gemacht, das heißt die Breitenbestimmung. Diese Breitenbestimmung, so wie fast alle Elementbestimmungen in Android, kann ich absolut angeben. Aber bei Layout-Width ist absolut empfohlen, es relativ durchzuführen. Das heißt, ich kann beispielsweise meine Breitenangabe mit Wrap-Content benennen. Das heißt, die Breite meiner Text-View orientiert sich jetzt in dem Beispiel an dem Textinhalt. Das heißt, je nachdem, wie viel Text drin ist, so breit wird dann der entsprechende Text-View. Eine andere relative Angabe ist Fill-Parent. Fill-Parent verbreitet jetzt entsprechend diesen Text-View auf die Ausmaße des Parent-Elements, das heißt maximale Breite. Und das sind so eigentlich die beiden Standardgrößenwerte, Wrap-Content und Fill-Parent. Dann die Höheneigenschaft sollte eigentlich klar sein, funktioniert genauso. Auch hier kann ich Wrap-Content und Fill-Parent einsetzen. Und dann funktioniert es halt anstatt nach links, rechts, nach oben und unten. So, kommen wir jetzt nun zu einem für viele neuen Attribut, das sogenannte Gravity. Hier unterscheiden wir im Prinzip zwei verschiedene Arten von Gravity. Einmal das Layout Gravity, das ist innerhalb des Kindelements eine Angabe, wie es sich innerhalb seines Elternelements ausrichten soll. Das heißt, es bezieht sich auf die Elternelemente. Nur Gravity, also ohne Layout, ist die Angabe in einem Element, wie die Inhalte sich innerhalb des Elements ausrichten sollen. Das heißt, es ist in die andere Richtung gehend. Die wichtigsten Werte für Layout Gravity und Gravity sind die Ausrichtungen in einer Richtung Top, Bottom, Right, Left. Das heißt, wenn ich bei einem Kind-Element das Layout Gravity Setting auf Top setze, dann wird sich dieses Element nach oben ausrichten. Das heißt, es wird am oberen Rand des Elternelements liegen. Bottom entsprechend unten, right rechts, left links. Wenn ich jetzt nur Gravity angebe, dann werden sich die inneren Elemente, also die inneren Informationen, beispielsweise der Text in einem Text-View, eben auch entsprechend nach Top, Bottom, Right oder Left ausrichten. Dann gibt es noch die Zentrierungen. Center, das ist genau in der Mitte, also horizontal und vertikal. Dann gibt es Center Vertical und Center Horizontal. Das heißt, ich kann sozusagen horizontal und vertikal zentrieren. Dann kann ich es auch ausdehnen, das heißt in alle Richtungen ausdehnen, vertikal und horizontal ausdehnen. Das heißt, ich kann natürlich auch Breitenverhältnisse ändern. Und wenn ich jetzt mehrere Attribute zusammensetzen möchte, dann muss ich sie verordern, also mit dem Pipe-Symbol. Wenn ich zum Beispiel etwas oben horizontal zentrieren möchte, dann wäre der Wert für mein Center-Attribut Top Pipe Center Horizontal. Und damit habe ich es oben mittig ausgerichtet. Das sind Sachen, die man aus meiner Sicht auf jeden Fall in der Praxis einfach mal sich anschauen muss. Meine Erfahrung ist, man muss da einfach mal rumspielen, ein bisschen hin und her ziehen, damit man mal ein Verständnis für dieses Gravity bekommt. Das geht nicht über Nacht, sondern da muss man ein paar Schweißperlen opfern. Aber wenn man sich mal so diese Punkte, die ich hier jetzt aufgeschrieben habe, mal zu Herzen nimmt, dann dürfte das Verständnis doch einigermaßen schnell da sein.
Dann kommen wir mal zum ersten tatsächlichen Element, View-Element. Grundsätzlich, bevor wir in die einzelnen Views einsteigen, diese sichtbaren Elemente auf diesen Screens sind im Endeffekt Java-Klassen. Das heißt, alles, was wir hier konfigurieren, landet am Ende des Tages in einer Java-Klasse und dementsprechend gibt es auch einen Vererbungsbaum. Und sämtliche Elemente, die ich jetzt auf dem Bildschirm anzeigen lassen kann, sind vom Grundobjekttyp, von der Grundklasse her, ein View-Element. Und das erste, was wir uns jetzt hier anschauen, ist die sogenannte Text-View. Das ist nichts anderes wie ein vom View-Element erbendes Element, also eine vom View, von der View-Klasse eine erbende Klasse. Und hier sind die Eigenschaften darauf ausgelegt, dass ich reinen Text anzeigen lassen kann. Insofern ist es erstmal die grundlegendste Art, Textinformationen auf den Bildschirm zu bringen. Es gibt noch andere, aber das ist sozusagen mal die Feld-, Wald- und Wiesenart und die wird auch tatsächlich in Apps relativ häufig verwendet, weil sie zum einen einfach zu handeln ist, zum zweiten, wie, was will ich sonst noch groß mit Text machen und zum dritten, werden wir dann auch sehen, kann ich noch ein paar andere Sachen da einbauen, die vielleicht ganz hilfreich sind. Was wichtig ist bei allen View-Elementen, egal ob Text-View, Image-View, was auch immer wir dann ansprechen werden, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir Android mitteilen müssen, ist die Breiten- und die Höhenangabe. Also Layout Width, Layout Height, das sind die Informationen, die Android braucht, um zu wissen, in welche Dimensionen lege ich denn die Breite und die Höhe des Elements aus. Wir haben hier in dem Beispiel jetzt Wrap Content, das heißt, das Element wird von der Größe her auf den Inhalt schrumpfen. Für ein Text-View-Element heißt es, wenn ich jetzt hier beispielsweise Hello angebe, schrumpft mir die Außenabmessung meines Elements auf den Text zusammen. Das heißt, wenn jetzt ein zweites Element neben mein Text-View positioniert werden würde, würde es direkt im Anschluss an dieses Hello angehängt werden. Dann kann ich noch Stilelemente anpassen, hier in dem Beispiel die Vordergrundfarbe und die Hintergrundfarbe. Also Vordergrund wäre Text-Color, Hintergrund Background. Die Farbangaben erinnern uns sehr stark an HTML, das heißt, das ist der EGB-Code als Hexdarstellung und das ist jetzt eigentlich auch relativ straightforward. Was ich hier noch mit reingepackt habe, ist die sogenannte Text-Appearance. Text-Appearance ist lediglich ein Wert, wie ich vorbelegte Größenangaben machen kann, die dann im Endeffekt auch zu dem Gesamtstil passen, den ich angegeben habe. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir Holodark als Standard beim ersten Projekt angegeben haben. Oh, ich glaube Holodark with Light Menu oder sowas. Auf jeden Fall, das ist ein Standard Verhalten meiner Appearance und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt im Rahmen meines vordefinierten Layouts meine Text-Appearance Medium-Größe haben, dann passt sich das an das Gesamtkonzept dieser Layout-Voreinstellung an. Ich kann natürlich auch, wenn ich denn möchte, meine Textgröße manuell einstellen mit einem Size-Attribut. Im Handout werden diese, also in dem PDF-Dokument, werden diese einzelnen Einstellungsmöglichkeiten auch eingetragen sein, beziehungsweise wie immer, das Internet hilft ja auch weiter, wenn ich die weiteren Textanpassungsmöglichkeiten sehen möchte. Was ganz spannend ist, ich kann auch Bilder einfügen. Das heißt, Bilder sind oftmals in Zusammenhang mit dem Text auch verwendet. Wenn ich beispielsweise jetzt ein Symbol für den Text auch darstellen mache, um es ein bisschen professioneller aussehen zu lassen, dann muss ich nicht zuerst ein Bild reinhängen und dahinter den Text dranpacken, sondern ich kann mit Drawable, hier in dem Fall jetzt Drawable Left, kann ich sagen, auf der linken Seite meines Textes möchte ich gerne ein Drawable, sprich ein Bild haben und das soll jetzt hier an der Stelle mein Bild Dice 1 sein für jetzt den Würfel mit einem Punkt. Wichtig hier, ich muss auch das sogenannte Drawable Padding
beachten. Das heißt, das ist zwischen dem Text und dem Bild der Abstand, damit hier im Zweifelsfall noch ein bisschen für einen sinnvollen Abstand sorgen kann, damit es nicht total dran klebt. Wenn ich Drawable Padding 0 hätte, dann würde dieses Haar direkt hier am Bild hängen und es wäre dann nicht ganz so hübsch. Grundsätzlich, ich kann noch ein paar mehr Sachen einstellen, aber das sind so die wichtigsten. Eins vielleicht noch, das haben wir vorhin ja angesprochen, das Gravity. Ich habe hier Gravity auf Center gesetzt. Das heißt, mein Text zentriert sich jetzt zwar nicht links, rechts, weil ich habe ja meine Breite auf Wrap Content gesetzt, aber die Höhe ist jetzt hier auch Wrap Content. Das Größte in meinem aktuellen Text ist jetzt aber das Bild. Das Bild ist sehr viel höher als der Text. Dadurch, dass ich jetzt aber Gravity Center gesetzt habe, werden die Kind-Informationen, sprich der Text, hier in die Mitte gesetzt. Wenn ich jetzt dem User eine Texteingabe machen möchte, dann hilft mir das TextView nicht weiter, sondern da brauche ich jetzt Edit Text. Edit Text ist im Prinzip einfach eine Möglichkeit, eine Texteingabe zu machen. Nur wenn ich da wirklich mal hinter die Kulissen gucke, dann kann das Ding jede Menge Zeug machen und dann wird es relativ schnell auch unübersichtlich. Ich habe zwar versucht, die wichtigsten Sachen hier reinzupacken. Also als allererstes, wie immer, breite Höhe. Hier habe ich jetzt bei der Breite nicht Wrap Content, sondern Fill Parent gemacht, weil ich möchte, dass hier ich einen möglichst breiten Bereich haben werde, wo der User dann seine Texteingabe macht. Weil wenn ich es im Wrap Content gemacht hätte, dann würde das Ding immer wachsen, je nachdem, was der User da eingibt, und das wäre vom Handling eher unschön. Aber grundsätzlich, wie wir vorhin gehört haben, die Breiten- und Höhenangaben brauche ich bei jedem View-Element. Dann kann ich einen sogenannten Eingabehinweis, ein Hint angeben. Den haben wir hier. Das heißt, ich sage, in meiner String-XML-Datei packe ich jetzt einen String rein, der heißt Edit Text Hint. Und dort schreibe ich jetzt beispielsweise den String Eingabe rein. Ja? So, jetzt hänge ich mit dem Attribut Hint diesen String als Eingabehinweis in mein Textfeld. Das heißt, wenn der User jetzt hier an der Stelle draufklickt, verschwindet der Hinweis und der User kann dann entsprechend seine Eingabe machen. Ich glaube, von der Nutzung her haben wir das alles schon mal gesehen und das ist halt die Art und Weise, wie ich das programmtechnisch vorsehe. Dann, genau wie beim normalen TextView auch, kann ich jetzt meine Stilelemente wie Farbe, Schriftart, Textappearance etc. setzen. Das funktioniert genauso wie beim normalen TextView. Und schließlich, was ich noch anmerken möchte, ist der Input-Type. Das legt das sogenannte Eingabeverhalten fest. Hier habe ich jetzt in diesem Beispiel Text No Suggestions. Das heißt, Android gibt mir keinen Hinweis über Autokorrekturfunktionen oder ähnliches, sondern das Ding wird ganz platt eingegeben. Hier würde ich auch solche Sachen wie Passwörter, also sprich, dass nur die Punkte angezeigt werden oder Rechtschreibkorrekturen. Diesen ganzen Kram würde ich dann entsprechend dort mit diesen Input-Type-Werten festlegen. Ich könnte entsprechend auch mehrere von diesen Elementen über Pipes und also sprich dem Oder-Symbol zusammenhängen, dass sozusagen mehrere Eigenschaften bei diesem Text-Element auch mit drin ist. Im Dokument, im PDF-Dokument, sind noch ein paar zusätzliche Sachen mit angegeben, wie beispielsweise mache ich Scrollbars rein, Zeilenanzahl, sichtbare Zeilen etc. Das kann man dann hier entsprechend lesen, welche Attribute das sind und auch hier gilt, das Internet ist dann entsprechend auch hilfreich, um die verschiedenen Möglichkeiten herauszufinden. Grundsätzlich empfehle ich hier, sich mal so ein bisschen durch die Literatur zu wühlen, einfach um die Vielzahl von Möglichkeiten mal so ein bisschen ins Gefühl zu kriegen. Aber auch hier gilt, Übung macht den Meister.
So, Bilder werden üblicherweise über Image View reingehängt, wenn es nicht im Rahmen eines Text Views ist, wo ich sozusagen Text und Bild zusammenhängen möchte. Auch hier gilt, die Bilder hänge ich hier rein, indem ich Referenzen auf den Ressourcenordner mache. Den haben wir im allerersten Teil unseres Kurses gesehen. Da waren, wenn ich mich recht entsinne, die Icons für unsere App mit drin. Wie sieht es aus jetzt im Detail? Ich gebe, wenn ich jetzt so ein Image View reinhänge in mein Layout-Konfiguration, auch wieder die Standardwerte an, Breite, Höhe, gut. ID, wenn ich dann später meine Grafiken vielleicht per Java-Code austauschen möchte. Wrap Content ist eigentlich der Standardwert für Bilder, weil ich möchte sie ungern in einen breiteren Rahmen setzen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann kommt noch eine ganz spannende Sache, das ist die sogenannte Content Description. Das haben die Jungs von Android da reingebaut, damit ich in der Lage bin, als Sehbehinderter auch mit den Grafiken was anzufangen. Das heißt, ich kann von Betriebssystemebene her vorsehen, dass die Content Description vorgelesen wird. Das wird tatsächlich auch als Feld angemarkt oder angemerkt von Eclipse, wenn ich es vergessen habe, damit wir daran entsprechend noch erinnert werden. So, dann kommt das eigentliche Hauptthema, das ist die Source. Source greift jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, auf die Ressourcen zu, indem ich hier mit Add Drawable auf meinen Ressourcenordner Drawable zugreife und dann hier mit dem DICE6, das heißt in dem Drawable Ordner würde jetzt ein File vermuten oder suchen, das DICE6 heißt. Ich habe hier ein DICE6.png reingehängt. Die Extension spielt jetzt hier bei dem Namen keine Rolle. Er würde entsprechend aber dieses File dann ziehen. Wer diese Übungen nachvollziehen möchte, kann auf der www.codeconcert.de Seite auch die Grafikressourcen dann runterladen, die dann tatsächlich zu dem passen, was ich hier auch zeige. Ja, und das war es im Wesentlichen schon. Das heißt, an der Stelle habe ich jetzt das Bild festgelegt und kann es dann auch entsprechend anzeigen lassen. Was ich dazu noch sagen muss, ist, ich kann Image-Ressourcen, so wie diverse andere Ressourcen, clickable machen. Also ich kann sie anklickbar definieren und dann mit entsprechenden Event-Händlern in Java dieses Event auch abfangen. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt diesen Würfel hier mit seinem Finger berührt, würde ein Event geschickt werden. Das kann ich programmatisch abfangen und dann codemäßig dann drauf reagieren, was auch immer dann passiert, was ich dann würfelt das Ding halt oder was auch immer mein Programm tun soll. Das kann ich auch dann nutzen, um irgendwelche Buttons dann zu simulieren mit Hilfe von Grafiken, aber das werden wir uns nachher nochmal etwas genauer anschauen. Ja, und weil wir gerade über Buttons gesprochen haben, gucken wir uns den eigentlichen oder den Button mal an. Einfache Buttons mit Schriftzug kann ich über das Tag Button einbinden. Ich kann dann später noch Grafiken dranhängen. Aber jetzt mal für die ersten Apps, die wir schreiben werden, ist es vielleicht die sinnvollste Art, mal ein bisschen rumzutesten. Button ist auch ein View-Element, ergo brauche ich auch meine Layout-Width- und Height-Angaben. ID, nie schlecht, sollte ich auch noch mit reinhängen. Und was dann passiert, ist die sogenannte On-Click-Methode. Ja. On-Click bezeichnet mir dann eine Methode, die ich im Java-Code dann vorsehen muss. Und das heißt, sobald irgendjemand auf diesen Button klickt, wird diese Methode aufgerufen. Es gibt da keine wirklich Namensrestriktion. Ich muss halt einen eindeutigen Methodennamen wählen und mehr ist es dann auch nicht. Das heißt, ich kann ja relativ schnell zu einer Funktionalität, zu einer interaktiven Funktionalität kommen. Was ich dann natürlich noch brauche, ich muss dem User irgendwie sagen, was er tun muss. Das läuft dann mit dem Textattribut und das kann ich dann eben auch wieder wie die vorhergesehenen Textelemente mit den verschiedenen Stilmitteln dann verändern. Das spare ich mir jetzt hier. Was ich natürlich brauche, ist dann wieder in meinem String XML eine Angabe, was denn da dann drauf zu sehen sein soll. Hier könnte ich zwar auch wieder einen festen String einbauen,
oder einen festen Wert einbauen, aber wie ich ja eingangs schon mal gesagt habe, sollte man immer über Strings XML gehen. Und ja, das war es im Großen und Ganzen. Ja. Was ich auch machen kann, ich kann auch Bilder einbinden. Das heißt, ich kann anstatt dieses Klicktextes ein Bild reinhängen, auch wieder über die Resources. Hier sollte ich darauf achten, dass ich dann meine Padding auf 0 dp setzen soll. Wer den Code oder die Details dazu sehen will, liest sich einfach mal das PDF durch. Da habe ich ein Beispiel dazu. Und alternativ dazu würde auch ein Image-Button sein. Das werden wir uns nachher nochmal kurz angucken. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Das nächste Element, was ich ansprechen möchte, ist jetzt kein View-Element, sondern ein sogenannter Selector. Das macht immer Sinn, im Zusammenhang mit Buttons sich das anzugucken. Und zwar ist ein Selector etwas, wo ich die Buttons ein bisschen grafisch aufmotzen kann. Schauen wir uns mal folgendes Beispiel an. Ich habe hier so einen Button, der soll genau so aussehen, wie hier auf dem Bild dargestellt. Das heißt, dreidimensional anmutendes Ding. Und wenn er aktiv ist, also ich ihn drücken kann, soll er so aussehen. Wenn ich jetzt komme und drauf drücke, dann möchte ich, dass diese Grafik kurz ausgetauscht wird, sodass ein Eindruck entsteht, als hätte ich dieses dreidimensionale Objekt so ein bisschen nach innen gedrückt. Ja? Und was ich auch gerne hätte, ist, wenn irgendjemand ihn als inaktiv setzt, dann soll es durch eine eigene Grafik wiederum dargestellt werden. Das sieht dann so aus, als könnte man ihn dann nicht drücken. Da soll jeder seine eigenen Grafiken dann finden. Auch hier gilt, die Grafiken, wenn man das nachvollziehen möchte, was ich hier dargestellt habe, habe ich auch auf der Webseite. Das heißt, man kann sich das runterladen und dann selber mal ausprobieren. So, entscheidend ist jetzt, dass diese verschiedenen Statuswerte dieser Grafik zusammengefasst werden kann, und zwar in einen Selector. Und diesen Selector kann ich dann später nutzen wie eine normale Grafikressource. Ich kann das zwar mit Image Views machen, wie ich es vorhin gezeigt habe. Ich könnte es als Clickable setzen und dann die Events abfangen. Also User hat gedrückt, User hat losgelassen und dann jeweils die Grafiken austauschen. Aber mit dem Selector geht es auf jeden Fall einfacher und laut den Manuals ist es wohl auch ressourcenschonender für das Android-Device. Gut, wir gucken uns das Ganze mal an. Als allererstes bauen wir uns jetzt mal diesen Selector. Der Selector ist nichts anderes wie eine Zusammenfassung von verschiedenen existierenden Drawable-Elementen. Diese Drawable-Elemente liegen ja bereits in den Layout-Density Ordnen, also HDPI, MDP und so weiter. Und der Selector, habe ich ja gesagt, fasst sie zusammen. Das heißt, der Selector muss jetzt nicht mehr auf die einzelnen Density-Klassen Rücksicht nehmen, weil das machen ja die einzelnen Drawables, die in diesen Selector referenziert werden. Um jetzt Density unabhängig zu werden, brauche ich jetzt erstmal einen Drawable-Ordner, der entsprechend kein Add-on hat wie MDPI oder LDPI. Das heißt, ich erstelle mir jetzt unter meinem Resources-Ordner, also hier in diesem Ordner, erstelle ich mir meinen Drawable-Ordner. Ganz normal, Eclipse, rechte Maustaste, New Folder und das auf Drawable dann benamen. Als nächstes klicke ich auf dieses Symbol, dieses A Android Plus Symbol. Was dieses Symbol macht, es startet mir ein Wizard, der Android XML Files erzeugt. Und in so ein Android XML File möchte ich jetzt entsprechend meinen Selector reinpacken. Also wir klicken drauf, dann startet das Ding und ich benenne hier gleich mal diesen Selector, ich nenne es jetzt mal My Own Button. Ja? Und als nächstes bietet mir dieser Wizard so einen Selector an oder eine Auswahlmöglichkeit an, wo ich das Root-Element definieren kann. Und hier wähle ich dann entsprechend Selector aus.
Ich kann auch darauf verzichten und das Root-Element dann selbst eintragen, aber wenn er mir schon anbietet, dann machen wir das auch. Und das XML-File, das ich dann erzeugt habe, das ist jetzt dafür da, um für exakt diesen Selektor, den ich jetzt hier definieren möchte, die Ressourcen zu referenzieren. Das heißt, ich gebe hier jetzt ein, in welcher Situation welche Drawable-Ressource verwendet wird. Also wir sehen jetzt hier mal diesen XML-Rumpf, den mir dieses Ding erstellt hat. Das ist jetzt ganz normale XML-Versionsinformation. Mein Namespace hängt drin und jetzt kann ich anfangen, meine einzelnen Elemente dort reinzupacken. Diese Elemente sind sogenannte Items und ich sage jetzt hier, mein erster Item hat ein Drawable und zwar mein Button Play P für pushed oder pressed. Und das sage ich ihm jetzt, indem ich sage, mein State pressed muss true sein. Das heißt, wenn irgendjemand auf dieses Ding draufklickt, dann soll er bitteschön diesen Button Play P Wert übernehmen. Als nächstes sage ich, wenn der State enabled false ist, das heißt, wenn irgendjemand das Ding programmatisch disabled hat, dann hätte ich gerne, dass mein Button Play I, das ist wiederum eine Grafik, die eben diesen ausgegrauten Button zeigt, genommen werden soll. Und ganz am Schluss ist dann der Standardfall. Das heißt, wenn keines dieser Statuselemente greift, dann nimmt er sozusagen hier diesen Default-Wert. Das ist so ein bisschen wie so ein Switch aus dem Java. Das heißt, hier sind meine verschiedenen Cases drin und ganz am Schluss ist der Default-Wert. Das heißt, wenn er nichts anderes findet, dann nutzt er diesen hier. Deswegen muss der am Ende stehen, niemals am Anfang. So, das heißt, ich habe meine drei verschiedenen Grafiken zugeordnet und kann dann einen Button bauen. Jetzt habe ich hier mal als Beispiel keinen normalen Button, sondern einen Image-Button. Ja, hier habe ich wieder meine Breiten- und Höhenangaben, meine On-Click-Methode, Padding habe ich hier wieder auf 0 dp gesetzt, damit ich keinen hässlichen Rand bekomme. Und dann setze ich als Source Drawable my own Button. Das ist dann sozusagen der Name des XML-Files, das ich vorhin erzeugt habe. Und dann greift er entsprechend auf diese Grafiken zu. Und das war's. Mehr muss ich nicht mehr tun. Das heißt, jetzt bin ich fertig. Mein Button reagiert genauso, wie ich es vorhin dargestellt habe. Grundsätzlich gibt es hier noch ein paar Informationen dazu im Netz dann zu finden, damit verschiedene Statuswerte noch mit eingebaut werden können. Zum Beispiel ein Fokus kann noch mit reingepackt werden, aber das wird man dann zu gegebener Zeit sich dann noch mal etwas näher anschauen können. Zum Testen mache ich jetzt Folgendes. Ich kann jetzt meine MyClick-Method mal realisieren in meiner Java-Klasse, also in dieser Main-Activity-Klasse. Das heißt, ich habe MyClick-Method, das war genau das, was ich hier in meinem XML-File angegeben habe. Parameter standardmäßig muss View sein, weil das ist genau die View, die dann entsprechend diese Methode aufruft, sprich diese Image-Button. Und dann würde ich jetzt hier nur, wohlgemerkt nur zu Testzwecken, das Ding mal auf Set Enabled False setzen. Das heißt, jetzt kann ich alle drei Statuswerte mal ausprobieren. Ich starte meine Applikation. Dann sehe ich meinen Button in dem aktiven Status. Dann drücke ich mal drauf. Dann sehe ich, wie er im Pressed-Status aussieht. Dann lasse ich los. Danach wird eben diese MyClick-Method aufgerufen und dann würde er dann auf Set Enabled False gehen. Und damit wäre er dann disabled und würde ich eben auch den Wert für oder die Grafik für meinen Disabled-Wert sehen. Ja, also sieht eigentlich recht einfach aus. Also ich habe es ein paar Mal ausprobiert, es funktioniert relativ gut. Und da muss man dann wirklich nicht anfangen, irgendwelche Events abzufangen, sondern das geht wirklich straightforward hier.
So, das war es jetzt auch schon zu den wichtigsten View-Elementen. Es gibt noch mehr, klar. Wer mehr dazu wissen will, guckt dann einfach im Internet nach, sprich in den Development-Android-Seiten oder was auch ganz spannend ist, bei Eclipse mal ein bisschen durchscrollen, was mir Eclipse an vorgefertigten View-Elementen bietet. Das wächst auch mit jedem Jahr, gibt es neue Sachen. Ich habe hier, wie gesagt, nur die wichtigsten dargestellt. Aber was ganz schön ist, die Jungs von Android bemühen sich, dass die Eigenschaftskonfiguration von diesen einzelnen View-Elementen einigermaßen gleich sind. Das heißt, wenn ich es für einen kapiert habe, habe ich es für die anderen auch kapiert. So, das war's dazu. Das nächste Video könnt ihr euch dann anschauen. Da wird es dann um die Layouts gehen. Das heißt, wie kriege ich jetzt meine entsprechenden Elemente, also diese View-Elemente, auf dem Bildschirm sinnvoll angeordnet? Da gibt es auch vielleicht für den einen oder anderen Aha-Element oder einen Aha-Effekt. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Nachprogrammieren.